Herzlich willkommen. Schön, dass Sie das Logoversity Tag 3 heute mit dem Erich Henninger, Direktor von der Volkshilfe. Heute geht es um Armut, Kinder- und Jugendarmut in Österreich. Und es freut mich wirklich, Erich, dass du zugesagt hast und sofort Feuer und Flamme warst für unsere Stunde. Und ich will gar nicht viel sprechen mehr, sondern übergebe gleich dir das Wort. Und Dankeschön für heute. Ja, danke, liebe Dagmar, für die nette Einmoderation und deine Performance die letzten Minuten lang. Ja, mein Name ist Erich Fenninger. Liebe Kolleginnen, vielleicht ganz kurz zur Erklärung, also zu meiner Person. Ich bin von meiner Erstprofession Sozialarbeiter und Sozialarbeitswissenschaftler. Bin von Beginn meiner Tätigkeit im Feld und sogar schon davor engagiert in den Menschenrechtsbereich, national wie international, seit meiner Jugend, aber gleichzeitig auch im Engagement für armutsbetroffene Kinder, gegen Klassismus, für Kinder- und Jugendrechte. Und aus dieser Position heraus haben wir versucht, auch zu entwickeln und mir viel anzueignen, um diese Prozesse, die durch Armut im Kind ausgelöst werden, selbst zu begreifen. Mir sehr, sehr viel angeeignet an nationalen Studien gibt es weniger, internationalen, vor allem Deutschland ist hier federführend und darf da einiges bringen. Die Kinderarmut ist an sich komplex, ich könnte sehr lange sprechen, versuche aber einige wesentliche Dinge euch zu vermitteln, wobei dadurch, dass ihr ja im Feld mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, weiß ich, dass ihr natürlich unentwegt in eurer Praxis mit dem Problem Armut, Marginalisierung zu tun habt. Beginnen möchte ich sozusagen mit dem, was uns ein Kind sagt, weil es, glaube ich, mir wichtig ist, dass wir immer die Kinder erkennen und die Jugendlichen und zum Beispiel hier erleben, dass ein Kind aufgrund dessen, dass es mit wenig Geld ausgestattet wird, in seiner kindlichen Umgebung und im Schulbereich einfach immer wieder zur Disposition steht und aus seiner Sicht jetzt gemobbt wird, weil er ausgelacht wird, weil er nicht dazugehört, weil er nicht das Geld hat wie die anderen, um dort teilzunehmen, wo er gerne teilnehmen würde. Und das Zweite ist, in der offenen Jugendarbeit ist man nicht immer bei den Kindern und Jugendlichen zu Hause. Hier spricht ein Mädchen zu uns, wo wir in ein Forschungsprojekt, auf das ich noch zurückkommen mag, das ich gerade durchführe, österreichweites, wo die Kinder und Jugendlichen als Forschungsakteurinnen gewonnen habe und jetzt versuche einerseits die Armut zu messen, im Kind, mit dem Kind und den Jugendlichen. Und andererseits ist es eine Aktionsforschung, wo ich die Kinder und Jugendlichen mit einer Kindergrundsicherung ausstatte, die Veränderungsprozesse zu erkennen. Und das ist die erste Forschung meines Wissensstandes, die es gibt dann, wobei ich noch mittendrin bin, die zum ersten Mal nicht nur die Armut sich anschaut im Kind, sondern was passiert, wenn man die Armut plötzlich aufhebt, welche Handlungsmöglichkeiten entstehen, wie ändert sich die soziale Praxis der Kinder. Aber hier nochmal zurückkommend auf das Mädchen mit 13 Jahren, auf die Einladung hin, willst du uns was zeigen oder fotografieren in deinem Wohnbereich, was dir wichtig ist, wo du dich wohlfühlst und sie sagt, ja, mein Zimmer eigentlich ist ja nichts drinnen, ja, außer also nicht einmal Regal und zwei Betten oder so. Ja. Also damit sozusagen ist mir schon wichtig, wir müssen immer die Kinder und Jugendlichen als solche erkennen. Jetzt ist die Frage einmal zunächst, und da wisst ihr sehr viel Bescheid, darum mache ich das alles sehr kurz. Kinderarmut in Österreich ist keine Randerscheinung, obwohl wir einer der reichsten Länder der Erde sind 19% von Armut erfasst, gefährdet. Jedes fünfte Kind in Österreich ist davon betroffen. Eine unglaubliche Zahl. Das sind in Summe 303.000 Kinder und Jugendliche. Und zum Aufwärmen jetzt am Beginn möchte ich einen kurzen Einblick gewähren,
Was macht die Pandemie, eine Gesundheitskrise, wo wir schon längst wissen, dass sie auch zu einer sozialen Krise geworden ist, mit den Kindern und Jugendlichen? Mir ist immer wichtig, was sagen uns die Menschen in einer Armutsklassenlage? Und deshalb bin ich im Austausch mit ihnen und denen und habe auch 100 Familien zu dem Thema gefragt. Und da ein kurzer Einblick. Einerseits erleben, das wisst ihr wahrscheinlich hautnah, dass natürlich die Schließung der Schule belastend ist für die Kinder und Jugendliche, also ziemlich und sehr. Also das sieht man deutlich über 50%, also Richtung fast 70%. Das ist der eine Faktor, den wir ja aus der Praxis auch generieren und das sich in der Befragung deckt. Natürlich gibt es auch Kinder, wo die elterliche Sicht, die familiäre ist, dass die gar nicht so stark davon betroffen sind. Und das sind vor allem jene Kinder, die aussprechen können und sich trauen, dass halt Schule, die Bildungseinrichtung, kein Schutzort ist, sondern ein Ort, wo sie nicht geschützt sind, wo sie sich ausgeliefert fühlen, aufgrund der Instrumentalisierung des Bildungssystems zu selektieren, auszulesen, lesen und auch abwertend ihnen gegenüber zu sein. Und die zweite Folie, die noch erschreckender ist, finde ich, ich habe versucht, die Kinder und Jugendlichen und die Eltern zu fragen, wie schätzen sie ihre Lebensqualität jetzt ein im Unterschied zu vorher, und habe das wahrscheinlich am einfachsten nachvollziehbare Prinzip eines Schulnotensystems, also 1 bis 5, zur Verfügung gestellt. Und ihr seht, dass 50% der Befragten ihre Lebensqualität als genügend bzw. nicht genügend erleben. Und wir alle als Menschen kommen immer wieder in Situationen, wo man auch mit Krisen konfrontiert ist, von Krisen erfasst werden. Und trotzdem erscheint es mir, dass natürlich die meisten von uns die Lebensqualität selbst in Krisen nicht als nicht genügend identifizieren würden. Und mir das extrem erschreckt, wie stark hier die Lebensqualität leidet. Und möchte da noch drüber huschen, natürlich einsamer, aggressiver, trauriger und all die Phänomene sind deutlich erkennbar. Ist eine qualitative Untersuchung, keine quantitative, trotzdem glaube ich, dass sie repräsentativ ist. Das wäre die Einleitung. Jetzt der zweite Punkt, der mir wichtig ist, ganz kurz zu zeigen, die internationale Forschung, die wesentliche, weist vier Dimensionen des Lebens aus, wo Kinder betroffen sind. Also man könnte auch sagen, eigentlich sind es die wesentlichen vier Dimensionen überhaupt des Lebens, die sozusagen eine Dimension ist, wo man sich wohlfühlen kann, wo man ausreichend versorgt ist oder eben nicht ausreichend versorgt ist. Und über diese Dimensionen der Versorgung gibt es in der Wissenschaft sozusagen dann Befunde, ob wie die Lebensqualität eben dann vielleicht aussieht, also eine ausreichende oder eben eine nicht ausreichende. Und möchte auch hier ganz am Beginn vielleicht wieder bei der materiellen Dimension beginnen und da wiederum ein Kind sprechen lassen, das uns sagt, bin unzufrieden, vielleicht könnte ich meine Wohnung verlieren, also unsere Wohnung, und davor habe ich Angst und darum bin ich unzufrieden, weil wir halt nicht so viel Geld haben, dass wir die Wohnung irgendwann womöglich nicht mehr bezahlen können. Also was da schon massiv zum Ausdruck kommt, ist erstens einmal, dass die Existenzsicherung in Österreich von armutsbetroffenen Kindern und Jugendlichen nicht garantiert ist. Wir unterscheiden in der Armutsforschung oft zwischen relativer und absoluter Armut. Und in meiner Forschung, die ich jetzt durchführe, würde ich eine Gegenthese aufbauen und die werden wir auch publizieren. Bis jetzt haben wir immer gesagt, in Österreich gibt es de facto nur eine relative Armut in Relation zu anderen, ja, stehend.
weil die absolute Armut und die radikale Armut, die gibt es nur in anderen Staaten Europas, vielleicht in südlicheren mehr natürlich als in den nördlichen, wo die primären Bedürfnisse nicht garantiert sind. Und ihr seht hier den Buben sprechen, der zunächst, der sogar noch, wenn man es deutet, sich nicht einmal traut, gleich Angst auszusprechen, sondern Unzufriedenheit. Also wer würde jetzt für sich sagen, ich bin unzufrieden, weil das die Wohnung nicht finanzieren kann, kommt zum Ausdruck, ich habe eigentlich Angst davor, relativiert es wieder, ich bin unzufrieden, um die Dramatik sozusagen immer wieder auch von sich selbst wegzuschieben, obwohl er permanent darunter leidet. Was verstehen wir unter der materiellen Dimension? Natürlich das Wohnen. Wie schaut das Wohnen aus? Wir wissen, und das wisst ihr noch viel stärker aus der Praxis, wo wohnen die Kinder und Jugendlichen? Nicht in den schönen Lagen, in den schlechten Lagen. Es ist dort lauter, nicht so schön woanders. Die Wohnungen sind klein, sind überbelegt, sind oft feucht, manchmal schimmelig, immer untertemperiert. Ja. Und nicht aus unserer Sicht einladend. Ja. Also hinter der Dagmar ist ein cooles Bild. Wir erleben in den armutsbetroffenen Familien de facto eine Nichtausstattung, sozusagen dieses Wohlfühlen können sie auch gar nicht herstellen, was ja Bourdieu beispielsweise auch mit dem Habitus und mit der Sinn, mit dem Geschmack sozusagen versucht hat zu erforschen und auch klar zum Ausdruck bringt. Also es ist ein anderer Geschmack, ein anderer Sinn, der sich von einer Generation in die nächste hinein in den Habitus bringt. Wir sehen, und das ist der zweite Indiz, wo ich schon gesagt habe, mit absoluter und relativer Armut, also ich würde jetzt hier behaupten, aufgrund des Forschungsprozesses, wir haben zumindest immer auch bei Kindern einen temporären absoluten Armutsbereich festzumachen, weil alle, de facto alle Kinder und Jugendlichen, die wir jetzt qualitativ erforschen, von Vorarlberg bis eben Wien, haben Ende des Monats unzureichendes Essen zur Verfügung. Sie möchte da wiederum einen Buben sprechen lassen, der zum Beispiel sagt, dass er so den Vater anerkennt und schätzt, weil er aus nichts am Ende des Monats noch was macht. Zum Beispiel, der Kühlschrank ist leer, es ist ein Wurst drinnen und er bereitet einen Wurstsalat zu. Ja, also diese totale Wertschätzung dem Vater gegenüber, dass er noch immer aus nichts irgendwas zaubert. Und das zweite Kind, was ich gerne erwähnen möchte, der nennt die Zeit, wo es ganz eng ist, die Toastbrotzeit. Ja? Und er ist immer wieder froh, wenn die Toastbrotzeit beendet ist, weil die Toastbrotzeit jene Zeit ist, wo sie so wenig Geld haben, dass sie nur von Toast sich ernähren können und das immer wieder vorkommt. Letzter Punkt, die Kleidung. Obwohl die Kleidungsindustrie natürlich auch hier in einer kolonialistischen Art und Weise durch Kinderarmut und Ausbeutungsverhältnisse natürlich Bekleidung generiert und bei uns verkauft und sie damit auch günstig ist, ist sie nicht immer zur Verfügung für armutsbetroffene Kinder und Jugendliche. Und vor allem im Winter haben sie unzureichende Bekleidung und natürlich sind sie nie in der Lage, das anzuziehen, was sie gern anziehen wollen, sondern sie sind froh, wenn sie was kriegen, das ihnen passt. Und nachdem wir wenig Zeit haben, gehe ich schon weiter zur nächsten Dimension, zur kulturellen oder Bildungsdimension. Das Mädchen vermittelt uns, dass in der Schule ist es so, dass, weil ich immer so oft krank bin, dass ich nicht mitkomme, deswegen muss immer was nachmachen, ich habe eh Schreibprobleme, bei Deutsch zum Beispiel keine Ahnung, ich kriege sogar mal hin, aber zum Beispiel schreibe ich dann immer wieder auch was doppelt auf und wiederhole mich sozusagen. Und was man hier schon sieht, ist, dass die Schule natürlich ein
große Dimension hat und dass die Schule von den Kindern und Jugendlichen eben nicht als Schutzort meistens identifiziert wird, sondern als Ort eher des, wo sie sich nicht so wohl fühlen, weil ihre Kompetenzen in dieser Bildungssystem, auch wenn man es historisch rekonstruiert, woher kommt es, Schule zunächst für den Adel, für die Reichen, damit ihre Kinder fürs Regieren vorbereitet werden, sehr stark aus dem Militär entwickelt der Bildungsbereich. Am Anfang natürlich die Arbeiterinnenkinder ausgeschlossen vom Bildungssystem, dann eine allgemeine Schule endlich erkämpft. Und trotzdem steckt in dieser Bildungsinstitution noch viel an Selektion, Auslese drinnen. Und es ist daher nicht zufällig, dass im Bildungsbereich immer die armutsbetroffenen Kinder und Jugendliche nicht weit kommen. Ja? Also dieser Zugang ist nicht gleich, auch wenn er in der Gesellschaft, auch in der österreichischen, so vermittelt wird und dargestellt wird, als hätten eh alle dieselben Rechte. Wir sehen das in allen Studien, dass die Kinder, die Eltern haben mit geringen formellen Bildungswegen, sehr früh rausfallen aus dem System. Und beim ersten Teil, materielle Dimension, habe ich es noch nicht ausgesprochen. Jetzt möchte ich es hier setzen, den Artikel der Kinderrechtskonvention. Und da mag ich die politischen Diskurse auch schon mit reinholen. Österreich hat die UN-Kinderrechtskonvention ratifiziert, ja, und trotzdem ist sie nicht operationalisiert. Das ist meine Position, wenn ich die Position der Armutsklassenlage von Kindern einnehme, gilt es nicht. Es bleibt Makulatur für die armutsbetroffenen Kinder und Jugendlichen. Es bleibt auch Makulatur für jene Kinder, deren Eltern einen Fluchthintergrund haben, wie wir es in den letzten Wochen ja jetzt durch den Protest der Schülerinnen sehr stark gesehen haben. Obwohl hier sogar geboren, werden sie abgeschoben, noch 8 Jahren, 9 Jahren hier lebend, in Länder, die sie nicht einmal kennen. Ja? Also damit würde ich politisch sagen, die Kinderrechte gelten eben nicht für alle, sondern nur für jene, die in einer besseren Position sind. Geht ja weiter zur sozialen Dimension. Was würdest du brauchen, war die Frage von uns, damit du weiter zufrieden bist oder in Richtung Zufriedenheit kommst. Und ihr seht, das ist kein Kind aus der Steiermark, am Dialekt vermutlich erkennbar. Es ist vorarlbergerisch und es ging, sagen wir mal, ein paar Leute, ein paar Kinder zu meinem Geburtstag kommen, weil seit 3 bis 4 Jahren ist keiner mehr gekommen. Ja? Und beim Geburtstag war er quasi allein. Ja? Und das ist ja nicht angenehm. Also ich höre schon damit auf, aber wir wissen aus der sozialen Praxis und der qualitativen Forschung und auch da im Handlungsfeld, weil ich bin auch jetzt, betreue über meine Funktion hinaus immer Kinder und Jugendliche oder arbeitslose Menschen, wenn mir das wichtig ist, in unmittelbaren Kontakt mit den Menschen zu bleiben und nicht nur eine Organisation zu leiten. Dort sehen wir, dass die Kinder wenig Freunde, Freundinnen haben, viel weniger als andere. Erster Punkt. Zweiter Punkt natürlich, in einer kapitalistischen, kommerzialisierten Gesellschaft sind mittlerweile die Freizeitbereiche industrialisiert. Das heißt, die Freizeitbereiche kosten etwas. Weniges ist offen. Die einstigen Städten, wo alle, egal welchen Status sie hatten, rausgegangen sind, die gibt es de facto so nicht mehr, wo alle hinkommen. Und damit braucht man Geld. Und wir erkennen schon durch den Mangel an sozialen, formalen Bereichen wie Sport, Kunst, Kultur, Dinge, wo andere gefördert werden, schon vor der Schule und während der Schule, dass die draußen sind natürlich und nicht teilnehmen können in diesen Bereichen. Es ist auch erklärbar, dass zum Beispiel Armutsforschung aus Deutschland, die mir noch bahnbrechend war, so ein Sozialscreening vor 2 Jahren vorgenommen hat vom Kinderklinikum, wo wir erkennen, dass die Kinder, wenn sie am ersten Tag in die Schule kommen und eine Armutsdisposition haben,
40% schlechteres Deutschkenntnisse haben, 28% schlechtere Visumotorik und all die Dinge. Auch soziale Kompetenzen, Mengenerfassungen ganz im großen Abstand sind. Also wenn die am ersten Tag reingehen, sind sie nicht gleich natürlich, sondern die anderen schon ganz woanders. Und damit erklärt sich auch vieles, was den Ausschluss betrifft. Und hier nochmal der Verweis auf die Kinderrechtskonvention. Wir hätten die Rechtsmaterie, aber sie wird nicht operationalisiert, auch in Österreich nicht. Letzter Punkt ist die Gesundheit. Ja, hier sagt unser Mädchen, manchmal bei Bauchschmerzen, immer wenn ich traurig bin, habe ich diese. Wenn ich genervt bin, wenn ich böse bin, bekomme ich Bauchschmerzen. Wir sehen das, aber auch in Zusammenarbeit mit der Ärztekammer haben wir Ärztinnen in Österreich befragt, ob sie da eine Differenz sehen in ihrer Praxis. Und das hat mich schon beeindruckt, dass ja, obwohl die Ärztinnen, wir wissen halt, wie das System funktioniert, wenig Zeit haben, nicht? Also so abgetaktet ist, haben die Ärztinnen extrem in unterschiedlichen Bereichen die Differenzen sozusagen in der Befragung uns wiedergespiegelt. Und wir sehen einen unglaublichen Zusammenhang natürlich mit der symptomatischen Problemlage, die sie im Kind auch körperlich und krankheitsmäßig zum Ausdruck kommt. Und jetzt hat man noch einen, vielleicht ein Querverweis auf die Hirnforschung. Der Professor Hütter aus Deutschland, Neurologe, der meint zu identifizieren, dass dieses dass Exklusion und Ausschluss sozusagen im Gehirn, im Schmerzzentrum angesetzt ist. Das heißt, diese Menschen, die permanent ausgeschlossen sind, wie das Kind uns jetzt vermittelt, Bauchschmerzen etc. bekommt, leidet, wird immer wiederum der Schmerzbereich aktiviert. Und das könnte auch dafür ein Indiz sein, dass man natürlich sehr eingeengt ist. Wir wissen das, wenn wir Zahnschmerzen haben, wie wir uns reduzieren. Und wenn Kinder permanent leiden, auch die Nerven im Gehirn letztlich das Schmerzzentrum aktivieren, wie blockiert dann die Kinder und Jugendlichen sein müssen. Jetzt wäre hier mal der Bereich der Gesundheit, wo wir sehen, dass die Kinder und Jugendlichen wirklich schlechter konstruiert sind als die anderen Kinder. Sie verletzen sich 7-mal so häufig. Wir haben da einige statistische Befunde, wie schlechter die gesundheitliche Konstitution des Kindes ist. Also das sind sozusagen jetzt einmal Fakten, die der Forschungsstand, eigentlich der Mainstream-Forschungsstand ausmacht. Ich frage jetzt euch, ob ihr dazu Fragen habt. Ansonsten gehe ich weiter, gebe aber da die Folien raus, weil ich glaube, die sind jetzt nicht so erheblich. Also nachdem jetzt ich nichts höre. Oder? Nein, ich schaue gerade in den Chat, also es gibt keine Fragen zurzeit. Gut, dann möchte ich vielleicht da vorher was geben, und ich habe zuerst mit der Dagmar darüber geredet und gehe jetzt sozusagen weg von den bis jetzt erhobenen Forschungen und möchte euch jetzt etwas zeigen, was für mich, also was ich erst publizieren werde, weil ich im Forschungsprojekt ja bin, aber auch zeigen, was mich beschäftigt, ist sagen wir so, also ich bin jetzt in die Forschung reingegangen mit all dem Wissen und auch mit dem, was ich jetzt gezeigt habe, wie die Dimensionen sind, wie Kinder versorgt werden, nicht versorgt werden. Aber auch schon, wie ich das ausspreche, geht es ja dann immer um eine Messbarkeit, um die Versorgung. Ja. Aber uns ist auch viel zu wenig klar, wie die Praxis der Kinder ausschaut, wie sie handeln. Und warum sie so handeln. Und das ist ein Punkt, der mir so wichtig ist, sie zu verstehen auch. Ja.
weil die ganze Forschung dahin auch tendiert, Kinder immer wieder festzulegen und letztlich, wenn man sie begreift, dann begreift man sie immer als Mangelwesen, problematisch und viele, selbst im Handlungsfeld, nicht, sagen problematische, abweichendes Verhalten, ich kann das alles nicht hören, weil was ist ein abweichendes Verhalten, was heißt normativ, und es ist immer Außenzuschreibung, ja, im Glauben zu wissen, was normales und nicht normales Verhalten wäre. Und ihr habt euch da jetzt eine Skizze und ich hoffe, und ich versuche das jetzt so zum ersten Mal und hoffe, dass es die Übung gelingt, dass ihr meine Denkbewegung versteht und das versuche, also ich habe versucht hier einerseits aus der Philosophie, stark aus der Soziologie von Bourdieu, wo man seine Methoden sehr genau nochmal angeschaut hat, wie er die Handlungen und die Genese von der sozialen Praxis erkennt, auch nachzulesen in dem Buchentwurf über eine Theorie der sozialen Praxis. Und zweitens bediene ich mich sehr stark nicht in der verallgemeinerten Psychologie, sondern der kritischen, materialistischen Psychologie nach Klaus Holzkamp und jetzt der gegenstandsverankerten Forschung, die ich betreibe. Und wenn wir hier auf das Kind schauen, dann glaube ich, ist es wichtig, und das wird mir in der Forschung so klar, das Kind definieren wir oft, dass halt eine Interaktion mit den Eltern ist und dass über die Eltern alles entsteht. Und ich möchte euch jetzt einfach zum Ausdruck bringen, wir sollten ja nicht übersehen, dass das Kind von Haus aus natürlich ein gesellschaftliches Wesen ist. Jeder Mensch ist in einer Gesellschaft. Also das ist ja auch sozusagen eine soziologisch klar erkennbare Struktur, dass wir Teil einer Gesellschaft sind. Und natürlich unter objektiven Gegebenheiten leben. Ja? Und was sich natürlich an der Forschung im Detail zeigt, dass diese objektiven Bedingungen für diese Kinder in dieser sozioökonomischen benachteiligten Lebenslage massiv restriktive Bedingungen sind. Ja? Also dort bleibt vieles verschlossen, das man objektiv heben kann, wo die Differenzen zu anderen Kindern und Jugendlichen sind. Der zweite Punkt ist, dass ja die Gesellschaft durch die Institutionen wie Schule, Bildungseinrichtungen, aber auch Parteien, Regierungen, Politik unentwegt, ja, vermittelt. Jetzt denke ich, wenn man es einerseits vermittelt, die Institutionen der Gesellschaft, ob es dabei bist oder nicht, ob deine Kompetenzen anerkannt werden oder nicht anerkannt werden, ob du einen Fünfer kriegst oder doch einen Einser bekommst. Also das meine ich mit institutionalisierter Vermittlung, wo man sehr viel vom Foucault natürlich lernen kann über die Vermittlung und Government-Struktur einer Gesellschaft. Es gibt aber auch das sozusagen von Bröckling, der sehr stark versucht hat, auch zu zeigen, wie das Ich sozusagen durch die Vermittlung sich konstituiert. Und es sind ständig Botschaften. Und wenn Kinder natürlich Botschaften hören, wie, dass du nicht genügst, dass die Armutsbetroffenen eh selber schuld sind, dass wir nicht die Dummen sein wollen und als Leistungsträger die Nicht-Leistungsträger erhalten müssen, dann möchte ich nur darauf hinweisen, das hören die Kinder auch. Ja. Und Jugendlichen. Und schon sehr früh. Und wenn ich ein Beispiel mache, stellen wir uns vor, und ihr kennt das ja alles, ein Kind wächst auf in einer Situation, wo die Mutter arbeitslos ist zum Beispiel oder armutsbetroffen ist, dann geht das Kind mit zu Einrichtungen, wo sie hört, dass die Mutter schon wiederum irgendein Blatt nicht mit hat, was eigentlich wichtig wäre fürs Ansuchen, dass zum spät zum Termin kommt, dass sie nicht genügt, dass sie schon wiederum keinen Job bekommen hat, abgelehnt worden ist. Also die Kinder wachsen auf mit dem Ausschluss der Eltern und sehen das. Andere Kinder gehen mit den Eltern mit in den gesellschaftlichen Raum und werden anerkannt, wertgeschätzt. Ja? Also hier mag schon aufhören, aber nur, das muss man, glaube ich, wirklich mitdenken. Die Grundlage ist die Existenzbedingungen der Familien natürlich, die ökonomischen, aber auch
was die Eltern wieder vermitteln, aufgrund ihres Habitus, aufgrund dessen, wie es ihnen geht, Rekonstruktion ihrer Biografie. Also ich erlebe so oft, dass also die Eltern eben keine formale Bildung haben, selber sagen, ich bin Kind von fünf anderen, selber einer von fünf Geschwistern und wir waren immer arm, habe nie eine Chance gehabt, hätte gerne eine Schule gemacht, keine Möglichkeit gewesen, möchte, dass mein Kind nicht so geht wie mir, aber trotzdem diese Ziele nicht erreicht werden. Und was entsteht jetzt beim Kind? Jetzt haben wir nur die Umgebung gesagt, aber was hier in diesen Prozessen passiert, und die Kinder machen primäre Erfahrungen ins Apporteur. Holzkamp sagt stärker aus der Psychologie, die Kinder deuten die Dinge, die ich so kurz beschrieben habe, auf einer Metaebene, aber auch schon in der Praxis, und deuten das, bilden Prämissen und setzen Handlungen. Und das, was ich jetzt meine, ist, dass dann die mehreren Handlungen wir einordnen können und definieren können als die soziale Praxis der Kinder und Jugendliche, die sie entwickeln. Und da ist mir zum Beispiel, bevor ich noch ein paar Folien zeige, ich schaue jetzt noch auf die Uhr, ja, also was so für mich ganz neu ist, ist, weil mir bemühe, auch die Qualitäten zu identifizieren, ja, und nicht gleich wieder irgendwie eine Differenz versuchen zu zeigen, möchte ich folgende Erkenntnis sagen. Im Sinne dieser Architektur, die ich da jetzt aufgestellt habe und entwickelt habe. Die Kinder, und das ist mir in der Dimension, habe ich das so erneut in der Literatur gelesen, die Kinder anerkennen die Eltern extrem stark. Ja? Jetzt die wir beforschen und als Forschungspartnerinnen gewonnen haben. Die Kinder schätzen die Eltern auch sehr, ja, sind ihnen sehr zugewandt, weil im Unterschied, jetzt sage ich wieder zur Vermittlung, die sind der Fall inaktiv, ja, das ist ja das, was oft gerne vermittelt wird von der Gesellschaft, die sind ja selber schuld, Subjektivierung, die sind ja passiv, erleben aber die Kinder im familiären Organ die Eltern relativ aktiv, nämlich dahingehend, dass die Eltern trotz dieser ökonomischen restriktiven Bedingungen alles tun, damit die Familie als Organ irgendwie Monat für Monat die Existenz so hat, dass man weiterleben kann. So erleben, glaube ich, die Kinder, die Eltern. Und die Kinder erleben auch von Beginn an, dass sie kein Geld haben. Und das, was der Satz auch ist, jetzt, den ich so ein bisschen jetzt mal niedergeschrieben habe, ist, das Geld ist omnipräsent. Ja? Und was so deutlich wird jetzt auch in der direkten Forschung ist, dass die Kinder in so jungen Jahren ganz genau Bescheid wissen, was Geld bedeutet, dass es ein Zahlungs- und Tauschmittel ist. Und Geld einfach ein permanentes Thema ist, obwohl sie kein Geld haben. Und Unterschied zu den Familien, wo die Kinder aufwachsen, wo Geld jetzt nicht so im Mangel ist, hat das Geld auch nicht so die Bedeutung. Erster Punkt. Und das Zweite ist, dass durch diese Anerkennung einerseits der Eltern, dass die ja für sie viel strugglen, ja, und gleichzeitig dem Wissen, dass sie einen Mangel haben, jetzt kommt es zur Deutung und der Prämissenbildung, wissen Sie, dass Sie selbst um dieses familiäre Organ in dieser ungesicherten Existenz nur am Leben halten können, wenn Sie auch stützend für das Organ dienlich sind. Und nachdem Sie ja nicht Kinderarbeit leisten können, ja, um damit da Geld hereinzuholen. Also heißt, sie, die Armutsbedingungen können Sie ja null aufheben, das wissen Sie natürlich. Können Sie sich nur anpassen an den Mangel, indem Sie sich selbst in Ihren Handlungen so setzen, dass Sie ja nicht mehr verlangen, als es möglich ist zu verlangen. Aus einerseits dem Respekt und Moral und Ethik gegenüber den Eltern. Also sie können etwas verlangen, was sie wissen, was nicht drinnen ist. Und
und setzen damit eine soziale Praxis, wie die jetzt Kategorie, die ich jetzt gehoben habe, ein extremes sozial-kooperatives Verhalten in diesen sozusagen ungesicherten familiären Organen. Ich hoffe, es ist noch nachvollziehbar, aber das ist sozusagen das, was mir für mich eine neue Erkenntnis ist. Und das Zweite, was ich auch zum Ausdruck bringen mag, ist, ich habe sehr viel und wir haben sehr viel gefragt, was wünschen sich die Kinder und so weiter. Und das Zentralste, was alle sagen, ist, sorgenfrei zu sein. Also, und die Sorgenfreiheit wird von ihnen als jener Zustand beschrieben, wo die Existenz gesichert ist und ihre primären Bedürfnisse gedeckt sind. Und ihre primären Bedürfnisse habt ihr in der materiellen eigentlich Folie gefunden, nämlich, dass die Wohnung Bestand hat, dass sie zum Essen habe ausreichend, ja, und dass ich irgendwas Gescheites zum Anzügen habe. Das ist ihr Ziel. Und sie sagen sogar allesamt, aber nicht so am Blödsinn wie Urlaub oder solche Dinge, weil das ist schon Blödsinn, weil es nicht pragmatisch ist und weil es nicht dient eines Fortbestands ihrer Existenz und der Bedeckung ihrer primären Bedürfnisse. Das ist von den Kindern auf das Ist bezogen. Und jetzt nur versucht, die Zukunft mit ihnen zu analysieren. Die Zukunft für sie ist auch die Sorgenfreiheit. Wenn ich größer bin, dann mag ich sorgenfrei sein. Und damit konsolidiert sie die soziale Praxis nicht interessensgeleitet. Also die Kinder und Jugendlichen, und ich habe das auch in vielen anderen Gesprächen, nicht nur in der Forschung mit Kindern und Jugendlichen, die armutsbetroffen sind, erlebt. Also die versuchen nicht, ihre Wünsche im Heute auszurichten, interessensgeleitet, also eigentlich ist mein, weiß ich nicht, Hobby Schauspielerei sondern sie wollen Sorgenfreiheit erlangen, wenn sie selbst erwachsen sind, so beispielsweise mit 25, 30 Jahren und sie sagen, wenn alles gut läuft, habe ich eine eigene Wohnung, die gesichert ist, einen Job und kann ein normales Leben führen. Also ihr Wunsch ist sozusagen nicht einmal die Aufhebung der Armut, sondern die Sicherung der Existenzgrundlage. Und damit sind ihre beruflichen Wünsche der Antizipation der Zukunft nie wirklich dramatisch interessensgeleitet. Ich will mich entfalten. Und jetzt möchte ich versuchen, den Vergleich zu ziehen zu anderen Kindern und Jugendlichen. Also ich versuche das so darzustellen, also die Sehnsucht der Armutsbetroffenen ist die Existenzsicherung und die Befriedigung der primären Bedürfnisse. Und wenn man jetzt andere Kinder im Kopf abruft, vielleicht sich selber abruft, wie das in meiner Geschichte war, wenn die jetzt nicht armutsgeprägt war, dann beginnen wir dort, wo die anderen Kinder glauben, dass das Ende der Fahnenstange und des Denkmöglichen erreichbar ist, nämlich auf einer gesicherten Existenz, weil die Kinder, die nicht armut betroffen sind, die glauben, es ist Natur, dass meine Eltern die Existenz sichern, meine primären Bedürfnisse, das ist Alltag, die sind Monat für Monat gesichert. Und die entwickeln ihre Sehnsüchte einmal erst und Wünsche für die Zukunft und Gegenwart von dort weg. Und die Armutsbetroffenen ändert es. Und das sind drei jetzt zentrale Erkenntnisse, die mir noch so in der Armutsliteratur noch nicht wirklich vorkommen. Also einerseits fasse ich zusammen diese objektiven, also diese reduzieren wir die Kinder nicht und sprechen, ob das sie nicht von Beginn an gesellschaftliche Subjekte sind. Und müssen, um sie zu erfassen, letztlich, wo wir da unten erst sind, dass sie durch die primären Erfahrungen die Deutung der Welt haben, Prämissen bilden und sie haben wahnsinnig restriktive Handlungsmöglichkeiten. Ja, also sie handeln sehr pragmatisch und sie haben wenig Möglichkeiten zu handeln. Und deshalb könnte ich auch schon noch einmal sagen, durch die soziale Kooperation, die ja jetzt aus
ethische Sicht und so nicht? Ein wahnsinnig sympathischer Zug ist, ja? Die sozialkooperative Handlung, die sie setzen, blockiert aber gleichzeitig eine ermächtigende Möglichkeit zu handeln. Also sie brechen ja nicht aus. Ja? Also sie können nicht ausbrechen, sie können sozusagen sie nicht ermächtigen aufgrund der nicht vorhandenen Möglichkeiten und werden ja da nicht verhalten sich quasi angepasst an System und deshalb wird auch letztlich Armut immer wieder reproduziert. Und ich würde sagen, es ist Learning pur, ja? Also was sie da identifiziert. Also sie lernen faktisch, diese Armutsverhältnisse zu leben und zu reproduzieren, weil sie gar keine Handlungsmöglichkeiten identifizieren, dort rauszukommen. Also das Einzige, was sie produzieren wollen, ist nicht die Fortschreibung der Existenzunsicherheit und die Fortschreibung der nicht gedeckten primären Bedürfnissen. Aber darüber hinaus gelingt es ihnen gar nicht zu gehen. Ich möchte jetzt da vielleicht nur ein paar Punkte, darum geht es zurück, aber ich wollte diese Architektur zeigen, weil ich hoffe, dass das ein bisschen was für euch auch Neues ist und nicht nur eine Reproduktion von dem, was ihr eh wisst. Ich möchte da ein paar Punkte zeigen. Nicht? Also beengter Raum, ich glaube, da habe ich schon viel dargestellt und gezeigt. Ich könnte noch zig Beispiele nehmen, nachdem ihr wahrscheinlich so Bezirk Neunkirchen, nicht? Kennt ihr wahrscheinlich aus der Steiermark über den Semmering drüber, das ist der Bezirk Neunkirchen. Dort sagt der Jugendliche mit 17 Jahren, also irgendwie würde gerne nach Wien einmal fahren. Nicht? Also in Wien hat eine Distanz von 50 Kilometern. Also diese Räume sind eng, will ich sagen. Ja? Also dem Teilnehmen in irgendwelchen Family Parks oder irgendwelche adäquaten, kindbezogenen Dingen vollkommen ausgeschlossen. Über Leben, da glaube ich, sehr viel schon gesagt. Ja? Also es ist nicht die Lebensfreude, Orientierung, interessensgeleitete Entwicklung, sondern es ist letztlich immer pragmatisch, ich muss einen Beitrag leisten, damit man als Organ, als finanziell benachteiligtes Organ irgendwie zurechtkommen. Der Einverleibungsmangel, glaube ich, war auch schon ein bisschen erkennbar, dieser Begriff von Bourdieu. Also dieses Einverleiben oder Nicht-Einverleiben konstituiert letztlich auch den Habitus. Und sie haben da wenig Möglichkeiten, sich Dinge einzuverleiben, viel weniger einzuverleiben als andere. Trotzdem verleiben sie sich was ein. Ja? Und diese Einverleibung und ihre Kompetenzen, und jetzt verweise ich nochmal auf die auf dieses sozial-kooperatives Verhalten. Ja? Das wird in unseren Bildungssystemen einfach nicht, es wird komplett ignoriert. Ja? Also das ist, also das, was in unserem Bildungssystem dann immer wieder stattfindet, dass die Dinge, die dort gewünscht werden, aus einem bürgerlichen Hintergrund konstruiert worden ist. Nicht? Und das, was unsere armen Kinder mitbringen, das fließt überhaupt nicht in die Bewertung ein. Ja? Also ich habe jetzt letzte Woche, auch am Freitag, übrigens mit Pädagoginnen von Handelsschulen geredet. Da war ich eingeladen und da haben sie mich dann gefragt, na, was könnte man im Unterricht machen? Aber ich sage, das ist nicht, also ich kann viel jetzt über Sozialarbeit sagen, ich habe dort Vorschläge, ich bin jetzt nicht wirklich in der Schule natürlich tätig, aber ich habe gesagt, wir sollten viel stärker gegenstandsorientiert arbeiten mit Kindern und Jugendlichen, dass sie die Gegenstände, mit denen sie jeden Tag zu tun haben, sprich Wohnung, Existenz, dass sie das mit einbringen, dass wir sehen auch ihre Qualitäten, wie sie das lösen. Ja? Also die Qualitäten, die die alle haben, ja, um Beiträge zu leisten in ihrer Welt, ja, werden überhaupt nicht gehört, zugelassen, reflektiert oder anerkannt und wertgeschätzt. Ja. Ich hoffe, es ist nachvollziehbar, was ich da meine, aber das ist ja Ignoranz natürlich gegenüber allen ihren Möglichkeiten. Und vielleicht mag ich da auch noch ein Beispiel sagen, was also beeindruckend für mich ist, wo eine Mutter erzählt, dass
manchmal würde sie sich freuen, dass ihre Tochter sie am Boden haut, wenn sie was will, strampelt und schreit. Und dann würde es ihr leichter fallen, aufgrund des Protestes ihrer Tochter zu sagen, na, so nicht. Ja, also das geht nicht, ja, dass ich dir jetzt das mache, weil wenn du dich so verhältst, wie du dich verhältst, braucht man gar nicht weiterreden. Und die Mutter dann sagt, das würde mir weniger wehtun, wenn es so wäre, weil dann hätte ich mehr Legitimation, etwas abzulehnen. Es tut mir aber mehr weh, dass das Kind total keinen Anspruch stellt. Ich hoffe, es wird die Differenz klar, ja? Wo das sie für mich so durchzieht, wie die soziale Praxis, die sie entwickeln für sich, ist eine, die einfach Learning pur, ja, bedeutet, ja, oder Living pur, wären jetzt so mal Begrifflichkeiten, die für mich die Schlussfolgerung wären. Die Unsicherheit statt Sicherheit habe ich auch schon besprochen, Bildungssystem und all die Dinge, die nicht zur Sicherheit einladen und auch mit dem Beispiel, also ich verlasse meine Örtlichkeit nicht. Ja. In Deutschland gibt es Untersuchungen von Stuttgart, die haben jetzt den Namen des sozusagen Hiebs nicht gemerkt, nicht? Das ist Distrikts und wo Kollegin von, also mit der so Kunstprojekte macht, die hat dort Regie geführt und hat ein Projekt mit arbeitsbetroffenen Kindern gemacht und sie hat dort diesen unmittelbaren Bezirk oder Lokalteil verlassen. Ne? Und die Kinder haben gesagt, hey, das ist aber nicht mehr Stuttgart. Also weil, ich will nur damit erschließen, diese Räume sind sehr klein, die Lebenswelten sind sehr klein, dort sind sie sicher, alles, was sie verlassen, örtlich, räumlich, aber auch gedanklich, führt halt natürlich schneller zu Unsicherheit. Krank statt gesund habe ich ausreichend erwähnt und fremd statt dabei. Das ist mir auch noch wichtig, vielleicht zu sagen, diese Teilhabe, diese Exklusion. Ja. Die Kinder beschreiben alle, also nicht dabei sein zu können. Ja. Und jetzt möchte ich da einschieben, weil das haben wir noch nicht hingänglich gesagt, also wir beforschen die Kinder jetzt zunächst in der Armutssituation. Aber ich zahle Ihnen jetzt 2 Jahre, und das ist dann der Schlusspunkt, Kindergrundsicherung, die ich gleich vorstellen mag, aus, um zum ersten Mal wissenschaftliche Befunde haben, wie verändert sich die soziale Praxis, wenn wir die Armut aufheben, abschaffen, entwickelt sich was anderes beim Kind. Ja? Und zum Beispiel entwickelt sich extreme Veränderungen bei den Eltern. Erster Punkt, ich habe immer Angst vor meinem Lagschein im September, weil das heißt 200, 300 Euro Schule bezahlen kann ich nicht. Und jetzt habe ich von euch die Kindergrundsicherung gekriegt und die haben mich gefreut, wie der Lagschein im September gekommen ist, zu dem einzahlen können. Also wer von uns sagt, dass er Freude hat, wenn er einen Lagschein bekommt? Also, und da sieht man die Differenz. Und das Zweite ist, wo die Eltern sich freuen, mein Kind ist jetzt dabei und darf auch dort und dort teilnehmen. Schulausflüge oder mal beim Frittessen mit anderen Kindern ins Kino gehen oder was auch immer. Und das Kind, jetzt springe ich zum Kind, nimmt es auch. Ich freue mich, dass ich vis-à-vis von der Schule auch einmal in der Woche mal Kipferl kaufen kann, wie alle anderen. Ich freue mich, dass ich jetzt im Schwimmbad eben einmal Eis essen kann und nicht nur zuschauen muss. Und ich bin dabei, ich muss da nicht woanders hingehen. Ich höre schon auf, damit es nicht zu lange wird. Bildungsraubgabe habe ich einiges gesagt. Realität, Vision, also nicht visionär geleitet, sondern pragmatisch. Und möchte jetzt die letzten 12 Minuten nutzen, die Kindergrundsicherung kurz zu präsentieren. Also mein Appell ist, und ich leide darunter höchstpersönlich, weil man mit der Klassenlage dieser Kinder identifiziert, wir sollen das nicht hinnehmen. Also mein Anspruch ist, ich will erleben,
dass kein Kind mehr in Österreich an Armut leidet. Ja. Ich finde das ein Skandal. Ja. Und deshalb müssen wir es abschaffen. Und das könnte jetzt mal ein bisschen utopisch und durchgeknallt ankommen. Meiner Meinung nach ist es nicht, weil ich glaube, dass wir ein Instrument hätten, das ich Kindergrundsicherung benenne. Das habe ich mal entwickelt und möchte dort das nur kurz machen. Aber ihr habt die Dimension jetzt so erfahren. Erster Punkt. Zweiter Punkt, ich habe, nachdem ja der letzte Kinderwarenkorbberechnung aus dem Jahr 1964 ist, also das ist ja auch ein Indiz, wie dramatisch unsere PolitikerInnen, die in den Regierungen gesessen sind oder sitzen, also wenn ich das, wir haben das zig Jahre gefordert, dass sie das endlich messen sollen, machen sie nicht. Jetzt gibt es dann über Anschub eine Forschung, die in Richtung geht, aber ich habe versucht, selbst einen Weg zu entwickeln, nämlich nicht das Mindeste mir auszurechnen, sondern was kostet die Teilhabe von einem Kind, damit es wirklich dabei ist und nicht dabei ist. Also ganz kurz, also hier setze ich die Euros, was das kosten würde. Wie habe ich es berechnet aus den Parametern und Referenzkosten der Schuldnerberatung? Also ich habe es versucht, dort einmal zu heben, weil dort sehr klare Zuordnungen zu sehen sind, was kostet was, und habe das dann hochgerechnet. Rauskommt 625 Euro. Erscheint, also ich war im ersten Moment schon auch in einem gewissen Sinn geflasht, dass das sehr hoch mir erscheint. Wenn wir aber dann mit einbeziehen, dass es ja Familientransferleistungen und so weiter gibt, dann ist es nicht mehr so, dass wir das über unser eigenes Einkommen, das 625 Euro, bestreiten, sondern eigentlich schon ein gewisser Teil, der durch familienergänzende Familienbeihilfe, Kinderabsatzbetrag, Alleinverdiener und so weiter, Absatzbetrag auch mitfinanziert. Warum ich glaube, dass das sehr valide ist, auch Deutschland hat jetzt so Berechnungen vorgenommen und wir haben eine Abweichung von 4 Euro und haben sehr ähnliche Lebenserhaltungskosten. Das heißt, ich glaube, dass der Betrag, den ich euch da präsentiere, wirklich belastbar ist, wissenschaftlich belastbar ist und nicht irgendwie ein Luftikus darstellt. Und jetzt im WordRap, eine Kindergrundsicherung würde anstelle der familienbezogenen Transferleistungen einbeziehen. Ich habe das mit einem Forschungsinstitut berechnet, dem Europäischen Zentrum für soziale Wohlfahrt, und haben dort auch wissenschaftlich, kann man das belegen, dass Familientransferleistungen intransparent sind, oftmals Ansuchen notwendig ist, die armutsbetroffenen Kinder nicht erfasst, auch nicht so gedacht und zielorientiert ist, dass noch dazu mit dem Familienbonus, der ja nur Familienbonus heißt, aber eigentlich ein Steuerbonus ist für die Menschen mit besseren Einkommen, allesamt nicht wirkt. Ja. Deshalb auch, um einen Sozialstaat für soziale Wohlfahrt zu kämpfen, und das geht auch nur dann, wenn die Leute das verstehen, ja, und du nicht 3 Anwälte brauchst, um eine Mindestsicherung, eine Sozialhilfe zu verstehen, ja, oder Transferleistung zu verstehen, würde ich mit den ganzen abfahren und eigentlich eine Kindergrundsicherung anstelle dessen einführen. Das kann man auf einer Seite niederschreiben, dass jedes Kind in Österreich, das in Österreich lebt, anerkannt wird, jedem Kind 200 Euro quasi zustehen, 12-mal im Jahr, bis zur Volljährigkeit, und würde das allen Kindern auszahlen, statt Familienbeihilfe und all das, was es gibt. Höher auch als die alte Familienbeihilfe, schon inkludieren sozusagen diesen Ort Kinderabsatzbetrag. Und die Kinder dann, die armutsbetroffen sind, dann die Teilhabekosten dazu zahlen, in der vollen Höhe maximal 425 Euro. Das würde jenem rechnerisch betreffen, so mein Modell, bis wo die Kinder in einem Haushalt leben mit nicht mehr als 20.000 Euro jährlichen Haushaltseinkommen. Und dann, damit keine harte Kante entsteht für Leute, die zum Beispiel schon, also prekär beschäftigt sind, geringfügig beschäftigt sind, also bis zum Haushaltseinkommen von 35.000 Euro würde das dann abgeflacht werden. Die Wirkung habe ich mir errechnen lassen, das könnt ihr nicht selbst, da über die ganzen Quellen der Statistik Austria, wir könnten von den 19%, wenn Sie sich erinnern können, an die Folie zu Beginn,
Kinder- und Jugendarmut in Österreich de facto auf 6%, ich würde sogar weitergehen, auf 0 setzen, weil die 6% natürlich stehen bleiben, wenn die Familie trotzdem noch 18.000 Haushaltseinkommen hat, dann ist sie rechnerisch natürlich auch nicht ganz durch die Kindergrundsicherung statistisch rausrechenbar. Aber es wäre eine unglaubliche Wirkung, das zu ermöglichen und damit ist erklärt, also ich lade euch jetzt schon ein, ich habe mit der Dagmar vorher gesprochen, wir werden in den nächsten Wochen ein Tool haben, wo wir eine Petition auflegen. Mein Ziel wäre, mit euch, mit anderen Gruppen, die stark mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, mit Erwachsenen, mit unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen, eine Stimmung erzeugen, dass erstens mal die Menschen in Österreich sehen, Kinderarmut gibt's und das quantitativ so stark ausgeprägt, jedes fünfte Kind. Zweitens, dass wir viel mehr Menschen erreichen, die dann auch sehen, was für Dramatik sich da abspielt im Kind, was da alles an schädigen Prozessen ist, um dann letztlich Punkt 3, eine Kindergrundsicherung mit uns zu fordern, wir uns nicht nur verlassen sozusagen auf die repräsentative Politik, sondern so viel Druck erzeugen von uns Bürger, Bürgerinnen, damit dann letztlich die Parteien im Parlament diese dann auch in ein paar Jahren beschließen mögen. Und ich erzählt und mag dann am Schluss, obwohl ich das schon ein bisschen vorweggenommen habe, zum Beispiel, wo wir das jetzt zeigen und sehen, was das bedeutet. Nicht? Also dieser Vater, den ich schon zitiert habe, ich kann jetzt eigentlich das ja verändern. Oder wo Kinder sagen, ich mache mir jetzt viel weniger Sorgen, ja, wegen an Geld und sowas. Ja. Ich habe den Kopf frei für die Schule. Was wir auch gesehen haben, ist, dass zum Beispiel so manifeste, symptomatische Gesundheitsprobleme, das wir identifiziert haben mit Bauchschmerzen, Bronchitis und solche Dinge, auch signifikant abgenommen haben in der Zeit. Also das ist unglaublich, ja? Also wo die Fehlzeiten geringer werden, weil das Kind sich sicherer fühlt, weil das Kind mehr unterstützt wird, entsteht auch sowas wie Sorgenfreiheit. Oder jetzt an Geburtstagen, dass jetzt nicht nur nichts da ist, dass andere Kinder kommen können, dass man ein Kind zelebriert. Ich halte das für wichtig, dass wir Kinder zelebrieren, sie wertschätzen, dass sie sich wertschätzen können, um dann letztlich selbstwirksam zu werden. Oder dass einfach wieder alle mehr lachen, ja, und sich sicher fühlen. Und damit möchte ich schließen. Erstmal danke nochmal, Dagmar, dass du an mich gedacht hast. Ich habe mich sehr gefreut, weil ich es liebe, mit Leuten, die im Handlungsfeld tätig sind, zu sprechen. Weil ihr seid extrem wichtig, jeden Tag, wenn ihr draußen seid und genau mit den Kindern und Jugendlichen zu tun habt. Ihr leistet unglaublich wichtige Arbeit, die ignoriert wird in einer Gesellschaft, in der wir leben. Das ist eine sau wichtige Arbeit. Wirklich Respekt vor eurer Tätigkeit und die ist wichtig und das Zweite ist, ich glaube, dass ich sehr genau mich vertieft habe, was passiert in den Kindern, wie sind die Prozesse, warum reproduzieren sie Armut und das müssten wir abbauen, die Kinderrechte wirklich operationalisieren und nicht nur auf Papier stehen haben und die Einladung schaffen wir gemeinsam die Kinderarmut ab und eine sozial gerechte Welt ist möglich. Davon bin ich durchdrungen. Danke mal für die Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Erich. Jetzt, ich kann jetzt nur sagen, es hat sich jemand aus der Mongolei zum Beispiel eingeschaltet bei uns in dieser Stunde jetzt. Herzliche Grüße aus der Mongolei. Er hat leider aufhören müssen oder sie, weil der Akku leer war. Aber ist schon mal interessant, dass deine Stunde bis in die Mongolei geht. Ja? Du hast jetzt gerade eine Stunde geschalten, kannst du wieder einschalten? So. Ja, also. Ich muss die Folie weggeben. Ja, ja. Also, das war jetzt
Finde ich sehr lustig, dass die Mongolei mit dabei war. Jetzt kommt eine Frage von der Anita. Wie kann man den Missbrauch verhindern bei deiner Utopie? Ich muss, also erstens einmal gibt es wenig Indizien wissenschaftlich, dass ein Missbrauch stattfindet. Erster Punkt. Und auch in der Forschung und auch in der Praxis, glaube ich, können wir von evident behaupten, dass die Eltern immer die im Mangel sind, bei sich absparen sozusagen und ins Kind hineingeben und investieren. Ich erlebe das auch bei der Forschung. Trotzdem, glaube ich, will ich das nicht wegwischen und sagen, das gibt es gar nicht. Ja? Nur bei der Familienbeihilfe zum Beispiel, so gut, was alle kriegen und auch bürgerliche Familien natürlich, da wird nicht kontrolliert, ganz klar. Ja? Ob ich das dann, ob ich es fürs Kind verwende oder nicht, Familienbeihilfe konsumiere. Und wir wissen ja in der Sozialarbeit, dass oftmals dann, wenn die Kinder Eltern werden, studieren gehen, schon ein gewisser Streit ist, den Kindern steht es eigentlich nicht direkt auch zu. Aber ich will gar nicht ablenken, also ich würde mal ausgehen davon, dass vielleicht 2 bis 4%, wo das nicht gelingt. Ja. Und dort würde ich, wenn die Kindergrundsicherung eingeführt ist, dann auch natürlich, dort haben wir die Kinder-Jugendhilfen, dort haben wir die Sozialhilfen. Es würde sehr schnell auffällig werden und dann muss man über die Sozialarbeit einen Dialog mit den Eltern führen. Und wo das ins Nichts verläuft, kann ich dann auch direkt umstellen auf die Finanzierung von eben diesen Sachleistungen. Das wäre der Ausweg. Vielleicht nur zum Forschungsprojekt, weil die Frage ist, ich habe sozusagen mit den Kindern, also wir haben so einen Kinderfamilienrat eingeführt, Kinderzukunftsrat, wo die Kinder, wenn sie wissen mit den Eltern, dass sie eine Kindergrundsicherung jetzt erhalten, dann gehen sie ohne uns in einen Raum, also zu Hause zeichnen, was sie wollen und die Kinder sagen, ah, das wäre mir wichtig und so weiter, bringen uns das gemeinsam. Und sie führen dann eine Art Kinderzukunftshaushaltsbuch, wo sie auch das eintragen. Und ich habe das nicht gemacht, aufgrund dessen, dass ich ihnen nicht traue, sondern weil ich aus einem amerikanischen, in den Staaten Projekt gesehen habe, wie auch ermächtigend das wirkt. Nämlich, dass man dann schaut, okay, was investiere in welchen Bereich von mir rein in mein Leben, und das auch einen Empowerment-Charakter hat. Und also so wie die umgehen, ich kann berechtigterweise ausgehen, dass Missbrauch sozusagen, also die Nichtweiterleitung, eher nicht nachweisbar ist. Im Gegenteil, dass die armutsbetroffenen Eltern das extrem machen und bei ihnen extrem sparen. Also ich habe noch nie erlebt, dass nicht die schönsten Wohnbereiche ein Kind, ein armutsbetroffenes Kind hat. Also die Eltern schlafen immer im Wohnbereich oder auf einem hinnigeren Bett als die Kinder. Und dort, wo es nicht funktioniert. Sachleistung, sorry. Ja, die Anita bedankt sich für deine Antwort. Gibt es noch Fragen an den Erich? Es ist ja eigentlich schon 2 nach 10, aber wir können ja ein bisschen überziehen. Wenn ihr noch Fragen habt oder etwas loswerden wollt, dann bitte jetzt, habt ihr die Möglichkeit dazu, rein in den Chat mit euren Fragen oder Statements oder Oder direkt ansprechen. genau, oder direkt einfach Mikro an. Das sind alle sehr stumm. Ja, also man muss ja sagen, wir haben jetzt eine Stunde wirklich eigentlich viel erfahren. Ja? Ich persönlich muss sagen, ich habe mir daran erinnert, dass ich irgendwann einmal armutsgefährdet war, laut Zeitung. Ja? Da war ich wie heißt das, in Karenz. Ja? Und mich hat das massiv geärgert. Das kann mich erinnern, wie ich das gelesen habe, wo ich mir gedacht habe, was, ich bin jetzt arm. Ja? Ich habe mich so geärgert drüber, weil ich mir gedacht habe, ich fühle mich reich. Ja? Aber eigentlich, die sagen, ich bin arm jetzt. Ja? Also ich weiß nicht, ob du das verstehen kannst oder ob das vielleicht wer anders auch schon erlebt hat. Und ich persönlich, ich meine,
Ich fühle mich nie arm. Ja? Also ich habe mich noch nie in meinem Leben arm gefühlt, weil ich denke mir, ich habe Essen und ich habe eine Wohnung, die warm ist. Aber andere sehen das anders. Aber ich kann mich erinnern, dass mich das persönlich sehr, sehr, sehr gekränkt hat eigentlich. Ja? Dass die Gesellschaft mich jetzt als arm sieht, nur weil ich nicht so viel Einkommen habe. Ja. Ja, das ist ein Punkt, den ich gar nicht angesprochen habe, der mir auch sehr, sehr beschäftigt. Erstmal, glaube ich, gibt es immer Differenz, ob die Bedingungen wirklich Zwangsbedingungen sind oder ob sozusagen eine gewisse Selbstverzicht auf mögliches Einkommen ist, wo ich sage, okay, ich kann gut jetzt mit weniger auskommen. Das sind, glaube ich, wirklich zwei Welten, weil ich mit vielen Künstlerinnen zum Beispiel befreundet. Die leben extrem prekär und trotzdem ist es für sie kein Zwangsbedingung. Und dort liegt schon einmal eine große Differenz. Und das zweite, Dagmar, ist, der Begriff Armut ist einfach nicht zielführend. Ja. Mhm. Aber ich ringe die ganze Zeit, machen, aber de facto definieren sich alle jetzt auch hier wieder als ForschungspartnerInnen im Projekt nicht als arm. Ja? Also die Frage stellen wir immer. Und die Armutsbetroffenen sagen, Armut bedeutet, also auch die Kinder schon, ne, die über den Medienkonsum wissen, okay, da gibt es Armut in anderen Kontinenten, da leiden die Menschen an Hunger und Durst, also die sind arm, das sehen sie. Sie sagen dann auch vielleicht, wenn man nach Österreich kommt, das sind die, die am Bahnhof sind, also die keine Wohnung haben. Und sie definieren sie, objektivierbar arm sind, ja, mit dem Begriff nicht. Und jetzt ist natürlich die Frage, da bin ich mir auch noch unsicher, warum das so ist. Und ich glaube, eines ist, so wie es das du vielleicht da beschreibst, also ich lasse mich nicht vom Außen festlegen, weil mit Armut hast immer passiv und nicht aktiv. Also ich glaube, dass es mit den Phänomenen zu tun hat auch. Und dass das immer Armut extrem mit wahnsinnig vielen Stereotypen und Zuschreibungen verhaftet ist. Und die erleben sie alle nicht inaktiv in ihrer Familienverband. Eben, das habe ich versucht zu verdeutlichen, haben Kompetenzen und so weiter. Und deshalb wäre es gut, und ich habe jetzt auch schon begonnen, mit den Kindern und Jugendlichen zu überlegen, welche Begrifflichkeiten könnten wir entwickeln, um sozusagen das besser zu beschreiben. Und wir haben aber auch viele Begrifflichkeiten wie Klasse, ja, Armutsklasse oder also verloren, weil die zum Teil auch in der, genommen worden ist, wobei eine Klasse natürlich auch ein Konstrukt einmal zunächst ist. Also ich höre schon auf, sag mal, dass es zu lang wäre, aber ich sehe es wirklich auch problematisch und ich weiß, und die Kinder haben das auch nicht mit Sprachschatz. Und so wie du sagst, in Ordnung, ja, anderen Kinder sind arm dran oder arm drauf. Aber Armut als Begrifflichkeit ist nicht das, wo sie sich identifizieren, obwohl sie es jetzt rechnerisch sind. Und es ist schwierig, eine Begrifflichkeit zu finden, wo sie sich auch einordnen können. Ja, es ist jetzt leider echt eine Stunde schon überschritten. Mir ist gerade eingefallen, in Armut steckt ja auch Mut drinnen, das Wort. Ja? Gehen wir mutig in die Zukunft. Vielleicht schaffen wir das ja, dass das möglicherweise die Kinderarmut und auch Jugendarmut aufgehoben werden kann. Ja. Ja? Ich werde die Aufzeichnung nun stoppen und sage Dankeschön, Erich, für diese Stunde. Gerne. Danke für die Einladung.